Guten Abend, mein Name ist Karin Stein und wir befinden uns hier im Polizeirevier und werden gleich die größten Serienmörder der Welt interviewen. Und ich bin Silke Bruch, machen Sie auf was gefasst. Da hinten kommt bereits unser erster Gast. Hallo, bitte stellen Sie sich kurz vor. Wie heißen Sie? Masan, mein Name, das sieht man doch. Und wie verbreiten Sie sich? Bin hoch ansteckend und geschützt kommt keiner gegen mich an. Über Husten, Niesen oder direkt von Mensch zu Mensch, alles ist möglich. Und welche Symptome lösen Sie dann aus? Einen schönen Hautausschlag bewirke ich. Rotztücher werden auch ganz schön viele gebraucht und ich sorge dafür, dass es heiß wird. Wie weit sind Sie verbreitet? Ich bin weltweit unterwegs. Ja, und gibt es denn auch eine Chance, sie zu bekämpfen? Gibt dort so eine Impfung, aber die Menschen sind einfach zu blöd, sich gegen mich zu schützen. Tja, gut für mich. Das waren wohl wahre Worte. Nun denn, vielen Dank an Sie. Und nun kommen wir direkt zu unserem nächsten Kandidaten und heißen Tetanus herzlich willkommen. Servus. Hallo. Und wie verbreiten Sie sich? Bin undercover unterwegs. Niemand bemerkt mich, gehe direkt in Wunden rein. Würden Sie sich als gefährlich einstufen? Also bitte, gefährlich ist ja noch untertrieben. Wenn man mich erstmal hat, tue ich alles für die maximale Zerstörung. Krämpfe, Knochenbrüche, Tod. Unbehandelt hat man keine Chance gegen mich. Oje, das hört sich gar nicht gut an. Kann man sich gegen Sie schützen? Ja, Impfungen halt, wie ich die hasse. Trotzdem würde ich allen Menschen raten, schützen Sie sich. Diese Kriminellen sind unberechenbar und definitiv tödlich. Danke an Sie. Und nun kommen wir zu unserem nächsten Gast. Ajo, tschüssi. Meine Damen und Herren, wir begrüßen nun den altbekannten Star des Ersten Weltkrieges. Er zählt als Massenmörder schlichthin und hat sich heute extra aufgerafft, nochmals in seiner vollen Präsenz zu strahlen. Guten Tag, die Damen. Vielen herzlichen Dank für Ihre Einladung. Wissen Sie, ich war schon seit Ewigkeiten nicht mehr draußen unterwegs. Diesen neumodischen Kram, diese Handys, davon verstehe ich nichts. Früher war eben doch alles besser. Da würden Ihnen bestimmt einige widersprechen. Sagen Sie mal, wie war das denn damals zu Ihrer Glanzzeit? Oh, das war die schönste Zeit meines Lebens. Jeder kannte mich. Ich war in aller Munde. Oder wie die jungen Leute heutzutage sagen, ich war so ein Star. Sie sind vor allem durch die Verursachung sehr hoher Todeszahlen verantwortlich. Was sagen Sie dazu? Recht haben Sie. Wissen Sie, mein Kopf ist auch nicht mehr der Jüngste, aber ich weiß noch genau, ich habe mehr Leute umgebracht, als es Gefallene im Ersten Weltkrieg gab. Zusammen mit so ein paar Bakterien haben wir einen nach dem anderen geschwächt und sogar zum Blutspucken gebracht. Da läuft mir ein Schauer über den Rücken. Schnell weiter zum letzten Gast des heutigen Abends. Danke für das Interview. Gerne doch. Und jetzt zurück in den Bühnenstand. Wir kommen nun zu unserem letzten Gast des heutigen Abends. Brandaktuell und heiß begehrt. Corona ist in allen Orten für ein Alarmklingeln verantwortlich. Hey, was geht? Ey, danke, gell, voll nice hier. Wir haben zu danken. Sie sind bestimmt sehr beschäftigt. Ja, man, viel zu arg. Hab gar keine Zeit mehr zum Chillen. Aber feier den Hype. Wenn man auch so viel unterwegs ist wie Sie. Ajo, bin ja schon überall. Gibt auch echt viele stabile Leute, die mich pushen, damit ich noch famer werde. Wen sprechen Sie damit genau an? Ach, halt die nichts machen gegen mich. Keine Maske oder so ein Gedöns. Die haben da einfach keinen Bock drauf. Aber wenn sie mich dann haben, heulen sie rum.
Ja, aber sie können ja auch einen sehr schweren Verlauf verursachen. Ha ja, kann ich das. Hab auch schon heftig viele gekillt. Wenn Halsweh ein bisschen rumhusten, dann am Beatmungsgerät endet, sieht's halt schlecht aus, ne? Bin halt noch nicht zu bremsen, weil ich's drauf hab. Hoffen wir, dass sich das bald ändert. Vielen Dank für das Interview. Jo, alles klar, dann sehen wir uns bestimmt bald wieder. Liebe Zuschauer, das war's mit der heutigen Show. Ich hoffe, Sie haben daraus gelernt. Bis morgen, bleiben Sie gesund.